Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Spyro The Year of the Dragon. Musste ich gerade wieder ein bisschen nachdenken. Ja, ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, wo wir waren. Ist auch, glaube ich, schon ein bisschen, bisschen länger her, dass wir das letzte Mal aufgenommen haben. Wir haben heute den 12. Den 12. Juli. Ich weiß, dass wir hier noch nicht waren, da war ich, bilde ich aber noch nicht hin. Das Bienengedöns haben wir auch schon gemacht. Das hier ist eigentlich so eine Welt, da sind irgendwie alle Level kacke. Da müssen wir mit Dings. Ich glaube, wir holen erstmal Bentley oder wie der heißt. Barney. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Das hier unten. Ja, das war hier drunter. Ja, genau. Bentleys Außenposten. Dann gehen wir mal da rein. Weil dann können wir nämlich auch die anderen Level direkt machen. Ich mag den Kerl nicht. Der ist scheiße. Mir ist etwas kalt. Ich helfe dir gern bei deiner Mission, Spyro. Aber erst muss ich mich um meinen kleinen Bruder kümmern. Ich fürchte, er ist während meiner Abwesenheit in Schwierigkeiten geraten. Okay, Jäger. Ach ja. Gut, also, wir können jetzt ihn hier steuern. Wir haben so ein Abwehr. So ein Abwehrattacke. Abwehrattacke vor allem. Das macht auch sehr viel Sinn. Abwehr-Move. Das ist ein gutes Wort. Da können wir so zuschlagen, wir können springen, sehr hoch vor allem. Ja, wir können uns umgucken. Das war's. So, dann quatschen wir mal mit unserem Bruder. Hey, Kumpel! Wäre echt cool, wenn du diesen Felsbrocken zertrümmern könntest. Ein schneller Schlag sollte helfen. Falls das unser Bruder ist. Ich weiß es nicht. Gehen wir euch erstmal platt. Oh, raste aus. Ah, die können wir auch kaputt schlagen hier. Und die können wir auch kaputt schlagen, was ja gut ist, da brauchen wir keine Rakete oder sowas für oder einen Powerpunkt. Dann machen wir einfach so kaputt. Es könnten auch manchmal oben Gegner draufstehen, deswegen sollte man da immer schön zuhauen. Und hier das Eis können wir auch ganz einfach kaputt machen. Da oben kommen wir noch nicht hin, weil wir so überragend hoch springen können. Wenn du den Schneeball mit deinem Wirbel gegen den Gong ablenken kannst, können wir bestimmt das Dach zum Einstürzen bringen. Okay. Das war ja einfach. Hier können wir dann jetzt weiterlaufen und wir kriegen ein Ei. Von welcher Seite denn? Da, Brian. Da können wir auch, glaube ich, auch total bekloppt gegenschlagen. Ja. So, hast du noch irgendwas zu sagen? Nee. Irgendwie von wegen, ja, kannst du abwehren, bla bla bla. Hier steht, glaube ich, ein Gegner drauf. Nee, doch nicht. Da habe ich mich getäuscht. Das macht er auch nicht für immer. Also der hört dann auch mal auf da mit seinem Gekringel. Ach, da ist noch einer. Habe ich gar nicht gesehen. Oh. Das war schief. So, hau raus. Noch ein Gong, super. Ich bin sicher, mit dem hier können wir eine Lawine auslösen. Hier gibt es übrigens auch einen Könnerpunkt, fällt mir gerade ein.
der total dämlich ist. Aber wir machen hier erstmal weiter. Ah! Guten Tag. Das war der Gegner, von dem ich gesprochen habe. Ja, komm, gehen wir erstmal hier lang. Du sollst da reingehen. Zwei auf einmal, das ist sehr schön. Ist doch lustig, dass die auch Edelsteine hergeben. Also die... Nein, 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 nein! Ist da was runtergefallen? Ich hoffe nicht. Ich habe nämlich keine Lust, dann nochmal zurückzulaufen, weil der auch so super schnell ist, weil wir können auch nicht schneller laufen. Ja, wir müssen das schieben. Bla bla. Und hier gibt's auch den. Hallo? Hier gibt's auch den Könnerpunkt. Und zwar müssen wir die einfach hier runterschieben. Total dämlich. Und da haben wir noch ein Ei. Charlie! Man kann den Moonwalk. Nee, erstmal ein bisschen säubern. Ist auch sehr kurz das Level, aber trotzdem mag ich das nicht, weil halt ich mag diesen Charakter einfach nicht. Sergeant Bird ist ja echt der Beste, mit Abstand. So. Dann sind wir ja auch schon fast durch. Machen wir hier erstmal die Kisten richtig hin. Mach! Ich glaube, die. Oh, die können wir bis zum Ende durchschieben. So, mehr geht nämlich nicht. Er kommt schon rüber, aber wir möchten gerne noch ein paar Edelsteine sammeln. Jetzt muss ich überlegen, ob ich. Ob ich hier nach. Direkt wieder zu diesem Bambus-Level gehen soll. Bambus-Terrasse oder wie die hieß. Oder ob ich erstmal hier weitermachen soll. Ich mag das halt, wenn... Du sollst das nicht schieben, wenn die Level abgeschlossen sind. Das mag ich sehr gerne. Fünf. Oh, bitte, ich will nicht nochmal zurücklaufen. Lass das jetzt hier alles sein. Aber wenigstens können wir uns anzeigen lassen, wo uns welche fehlen. Oh, wir haben alle. Super. Danke, Kumpel. Hier ist eine Kleinigkeit für deine Steinesammlung. Steinesammlung, das sind Eier. Erik. Ich bin gerade dabei, mich zuzudecken, ein bisschen. So. Damit mir nicht mehr ganz so kalt ist. Und irgendwie ist die Decke verdreht. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. So. So ist schon besser. Wo ist denn das Ende? Da ist das Ende. Wir haben doch alles, oder? Ich habe da jetzt gerade nicht drauf geachtet. Ja, 100%. Super nice. Ich möchte gerne zurück. Dankeschön.
Gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach zurück. Zurück, zurück. In Gartenstadt. Diesmal auch das Richtige ausgewählt. Und zum Bambusgezumpel. Ich war hier hinten irgendwo in der letzten Ecke. Ich war etwas zu früh. Ja. Was ist Bambusterrasse? Bambusterrasse. Oh, ich bin so gut, ne? Brücke? Ja, super, die Brücke ist unten. Dann speedrunnen wir direkt dahin durch. So, und ich hoffe mal, dass wenn wir das Level erledigen, dass wir dann alle Edelsteine haben. Ich glaube, hier habe ich auch noch nicht nachgeguckt. Ah, ein schöner Tag für einen kleinen Spaziergang. Ich wollte gerade auf meinen Lieblingshügel steigen. Dann tu das doch. Aber ohne uns bitte. Was hat er hier zu suchen? Ich habe einen leicht trockenen Hals. Deswegen entschuldige ich schon mal. Ich mich schon mal, wenn ich husten muss. Mach schneller. Hey, ich glaube, ich habe einige Rhinoxe mit einem Ei den Hügel hinauflaufen sehen. Okay, das heißt, wir müssen da hoch, aber ich trinke jetzt erstmal was. Dann mache ich halt die Flasche nicht zu. So. Auf jeden Fall müssen wir da oben hin. Da oben steht ein Leben. Komm. Was? Ach, das kann man auch noch kaputt machen. Ah, ich muss gleich sowieso zurück, meine ich mal. Mache ich das nachher kaputt, was da am Anfang war. Wow, was ist denn mit dir los? Kam der auf einmal auf mich zugerannt? Wie so ein Bekloppter. Stein kaputt machen, ganz wichtig. Okay. Nein! Fickt euch alle. Jetzt habe ich keinen Sparks mehr. Gehen wir mal hier hinten hin. So. Das war sehr effizient. Meine Nase juckt. So. Ich sag sehr oft so heute. Finde ich nicht gut. Das ist alles weg. Ich mag die Musik hier auch nicht. Ich finde das Level im Allgemeinen nicht gut. What the fuck? Wo kommt das denn her? Oh, noch ein Leben. Super!